Komm schneller! Komm schneller rein, Luca! Ja, jetzt zu! Nachstelle! Ja, die Nachstelle! Der kommt, der kommt! Schön, schön! Mit 2:0 hat der SC der Oberstein am Wochenende das Heimspiel gegen den SV Hersberg gewonnen. Florian Galle brachte die Gastgeber in der 36. Spielminute in Führung. Bis zur Halbzeit versuchte Ida auf 2:0 zu erhöhen. Dies musste jedoch bis kurz vor Spielende warten. In der 89. Spielminute hat Alex zum 2:0 Endstand getroffen. In der 68. Spielminute gab es noch eine rote Karte für Sebastian Donauer vom SV Hersberg. Neben mir sitzt der Jens Meyer, das ist der Trainer vom SV Hersberg und darf ich Sie auch gleich um eine erste Antwort zu bitten. Ja, es war mit Sicherheit bis zum Schluss für die Zuschauer oder für alle Beteiligten sehr, sehr spannendes Spiel, intensiv geführtes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Erste Halbzeit waren wir vielleicht ein bisschen oder wenig zu passiv. Ja, hat Ida sehr gut gespielt. Wollen es dann zweite Halbzeit ein bisschen weiter nach vorne verlagern. Konnten aber nicht wirklich Druck ausüben beziehungsweise uns Torchancen herausspielen. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Wie sie gekämpft hat, man musste wieder viele Ausfälle oder Leistungsträger kompensieren. Siehst du Hut heute vor meiner Mannschaft, aufopferungsvoll gekämpft. Klar, das war mit Ida am Schluss der Sieg auch verdient war, auch wenn wir heute alles abgerufen haben, läuferisch, kämpferisch, kann ich keinen Vorwurf machen. Aber am Schluss muss man sagen, Kompliment an Ida, sehr gute Mannschaft. Und das, was ich vor der Runde schon gesagt habe, für mich zählt Ida zum engeren Kreis um die Meisterschaft. Das hat man heute auch wieder gesehen, die individuelle Klasse, wo sie besitze. Und Kompliment an meinen Trainerkollege für die 3 Punkte und viel Erfolg für die weiteren Spiele. Lieber Murat. Gut, Jens hat schon vieles richtig gesagt. Ja, natürlich darf man es jetzt auch nicht überbewerten. Mit Sicherheit war Hersberg heute personell nicht so, wie man sie kennt. Ja, gute Leistungsträger gefehlt, einige angeschlagen gespielt. Aber letztendlich, gut, bei uns haben auch einige gefehlt, wenn man überlegt mit Nico Schweig oder Henne. Und Davidenko, wo jetzt die Woche gar nicht richtig trainieren konnte. Letztendlich zählen natürlich nur die 3 Punkte. Die haben wir eingefahren auf eine gute Art und Weise. Wir haben, glaube ich, wenig zugelassen. Wir haben ganz wenige Chancen notiert von Hersberg. Lange gut in der Ordnung stand. Klar, jetzt ist so das Alte liegt bei uns, dass wir entweder schießen wir einen Gegner ab oder wir machen es immer spannend. Aber wir sehen schon mit dem Dirk zusammen, dass wir da eine Entwicklung sehen.
Sag mal, letztes Jahr um die Zeit hätten wir so ein Spiel mit Sicherheit noch verloren oder unentschieden gespielt. Ich denke, nach dem Speyerer Spiel haben wir uns schon etwas gefestigt. Die Jungs machen die Abläufe etwas besser. Wir lassen uns da nicht mehr so leicht auskontern. Das ist natürlich schwer, weil viele auch auswärts oder zu Hause sich halt auch relativ tief stellen. Herschberg heute ähnlich, hat sich kaum da locken lassen, hat kaum die Defensive gelockert, auch nach dem 1-0 oder auch spät, auch wenn sie etwas höher verteidigt haben, so richtig Druck kam da nicht auf und das haben die Jungs gut gelöst. Klar, wenn wir jetzt eine Krümel suchen wollen oder müssen, können wir klar sagen, die Dinger müssen wir vorher entscheiden und dann können wir es vielleicht etwas ruhiger heimfahren, aber ja, wir sind nicht bekannt dafür, dass wir Spiele ruhig heimfahren. Wir müssen es immer spannend machen, wir müssen den Puls immer auf 180 haben, auch wenn wir es gerne anders hätten, aber letztendlich haben die Jungs sich das verdient. Es war, wie gesagt, auch Herschberg war vorher Zweiter, also es ist alles eng da oben und da muss man erstmal spielen, auch bei den Temperaturen immer wieder anlaufen, geduldig bleiben, taktisch in der Ordnung bleiben. Dann hat Herschberg, wie gesagt, die intensive Zweikämpfe mit Sicherheit auch gut geführt, da musste auch mal dagegen halten, das haben die Jungs phasenweise richtig gut gemacht. Kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass Herschberg, glaube ich, 4, 5 gelbe Karten ähnlich, eine rote, ob die jetzt berechtigt und davon unabhängig. Und wir, glaube ich, keine gelbe oder eine gelbe hatten, dafür musste man Lukas ja frühzeitig runterholen. Also von daher auch ein Kompliment an die Mannschaft, auch an Herschberg. Wie gesagt, wie Jens schon sagt, in der Situation alles abgerufen. Weiterhin viel Erfolg, gute Heimfahrt, schönes Wochenende allen. Die Presse, Sascha. Herr Mayer, für hier uns wieder sehr interessant, was ist mit Gerardo Jochen? Ja, der hat Muskelfaserriss in Fuß Gönnheim. Ich hoffe, dass er jetzt diese Woche wieder anfängt zu trainieren. Wird sicherlich knapp für Pokalspiel am Mittwoch. Aber ich hoffe halt, dass er bis zum nächsten Spiel am Sonntag gegen Rodebach, dass er wieder mitwirken kann. Wobei, das wird sehr eng, muss er halt hier schon ein bisschen antestet diese Woche, ob es überhaupt geht, Muskelfaserrisse oder muskuläre Probleme, sind wir halt immer vorsichtig. Lieber noch eine Woche länger Pause, anstatt zu spielen und verletzt sich dann nochmal. Hast du das Ding jetzt unter Kontrolle, Fredi, ja? Christian, nichts mehr? Prima, dann gebe ich gerne noch bekannt, dass gestern, aber das wird er all wissen, hast ja Bingen 2-0 gegen Waldalgesheim gewonnen hat und vorhin Speyer gegen Rieschweiler 1-0. Nach meinem Kenntnisstand eben sagte jemand 2-0, aber 1-0, du bestätigst mir das jetzt. Prima. Gut, wenn sonst so weiter nichts ist, dann wollen wir unsere Gäste auch nicht zu lang noch nötigen. Gute Heimreise. Danke. Guten Verlauf der Runde. Ne? Alles Gute. Alles Gute. Thank you.